Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Wie ich bei Assassin's Creed Unity ja schon angekündigt hatte, wollte ich auch Assassin's Creed Rogue machen. Bloß Rogue kann ich jetzt erst machen. Sorry Leute, ich habe Wochenende komplett flach gelegen. Aber ihr seht, ich mache es und es wird auch die nächsten Tage noch einige Spiele kommen. Wie ihr sagt, Gameplay-Review, ich werde nichts schneiden. Ich denke mal, wir werden wieder bis zur Assassin's Creed-Werbung spielen, also den Prolog durchspielen, sozusagen, um uns da mal so das erste Bild von Rogue zu machen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Unity habe ich ja mit euch schon gespielt. Ein echt geiles Spiel. Inspiriert, ja, wieder von historischen Charakteren und Ereignissen. Abstergo. Also, der Anfangsbildschirm sieht schon mal recht geil aus. Oh, Templerkreuz. Stimmt. Die haben ja... Die ersten Dinger, die ich gesehen habe, da hieß, da war es ja auch so. Man spielt jetzt erstmals mit einem Templer, beziehungsweise einem Assassinen, der abtrünnig wird und zum Templer wird. Ich warte nur auf dieses Video. Ich will dieses Video sehen, was da mal kommt. Das ist so geil. Weil ich habe es eben schon mal gestartet, um Testaufnahme zu machen. Das Ende des Weges erreicht. Die Luft ruht still. Und ich bin ein Jäger. Die Jagd hat mich in die vergessenen Winkel dieser Welt geführt. Die Zeit, müsstest du aber aus der Vorwerbung schon kennen. Zieht mich tiefer hinein ins Dunkel, wo ich die Wahrheit fand. Dass meine Erlösung in der Asche liegt. Dass ich die Vergangenheit ausbrennen muss. Dinge zu richten. Obwohl ich den Trailer gesehen habe, das erste Mal, ich war so perplex, so baff. Einst ein Assassine. Heute ihr Verfolger. Muss ich jene vernichten, die ich einst Brüder nannte. Die Luft ruht still. Und ich bin ein Jäger. Geil. Da bin ich jetzt nämlich megamäßig gespannt, wie das kommt, dass wir jetzt auf einmal vom Assassinen zum Templer werden. Ich hoffe, dass sie das auch in der Story gleich am Anfang vernünftig erklären. Glückwunsch. Freigeschaltet. Entdeckerpaket freigeschaltet. Offizierspaket freischaltet. Templerpaket freischalten. So. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier den Story-Modus. Zusätzliche Inhalte, Optionen, Starten, Identität haben wir hier auch. Das ist jetzt bei Unity auch mit drin. Das ist was ganz Neues. Jetzt werden wir aber erstmal Optionen. Sound. An, alles an? Ja, alles ist an. Hier steht eigentlich irgendwo Crew-Anzeigen. Ich danke Gesundheit. So. Online. Okay, wir haben online irgendwelche Missionen. Sound. Sprache Deutsch.
Video. Da, Blut an. Untertitel an. Helligkeit lassen wir, das ist so okay, sieht gut aus. Hat er das jetzt auch gemacht? Ja. Steuerung, haben wir. So, und jetzt haben wir hier noch Uplay. Wird, achso, da könnte ich mir jetzt was kaufen. Nee, ich will hier sparen. Ich will erstmal gucken, wie es überhaupt erstmal ist. Ich zeige euch jetzt mal dieses Identität. Was? Besuche. Achso, ich soll die Seite besuchen für weitere Infos. Also ich kann es euch mal kurz am Rande erklären. Bei Unity gehen wir hier dann zum Beispiel rauf und dann kriegen wir hier Zusatzmaterialien. Ja, wir haben so ein eigenes Profil, weil wir können ja, denn ist ja jetzt dieser normale Online-Modus, den gibt es ja nicht mehr. Man kann ja jetzt diese Koop-Missionen machen. Und dafür kann man dann praktisch sein Profil anpassen und zusätzliche Sachen freischalten, wenn man schon andere Assassin's Creed-Teile gespielt hat. Ich habe alle gespielt, ich würde eigentlich einen Batzen voll kriegen. Da die Uplay-Server momentan nicht wirklich funktionieren und ja, gibt es da halt einige Probleme. Aber wir fangen jetzt mal mit dem Spiel an. Ihr seht auch, hier ist kein Online-Paket. Das Spiel geht irgendwie wohl nicht online. Also auf der Hülle stand es auch nicht drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. Also ich muss sagen, der Anfang ist hier schon echt geil. Da hat Unity nicht so angefangen, dass man da so gleich so brachial rein startet. Nun, an Feuerholz wird es nicht fehlen. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück. Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Kommt. Captain Della Verandrie und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? Ich bin mal gespannt, wie ich mit dem neuen Charakter jetzt klarkomme. Was wir hier tun. Weil der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind wir. Das zählt nicht. Das betrifft euch nicht, Shay. Lauf nicht zu schnell für euch. Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Mit Connor kam ich ja nicht so klar am Anfang.
Also mit dem Charakter Connor von Assassin's Creed 3. Wobei ich mit dem von Black Flag, mit dem Edward, super klar kam. Den fand ich sehr sympathisch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er so drauf ist. So vom ersten, so wie er die Kommentare schmeißt und so. Das gefällt mir schon mal. Schnell, einen Chevalier lässt man nicht warten. Merde, où sont ces crétins? Zum Henker! Gott zum Teufel, wart ihr zwei! Wir waren jagen. Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Ah! Respektlos! Einfallspinsel, du schwachköpfiger Kohlbauer! Ach ja, ja. Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Seid vorsichtig, Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Wartet mal, Leute. Jetzt muss ich mal kurz hier Pause machen. Ich finde, hier kommen die Assassinen, also der Captain, wie ein Arschloch rüber. In den ganzen anderen Teilen waren sie die Beschützer der Menschheit und total lieb und nett und hast nicht gesehen. Und hier, also mein Mentor kommt ja auch noch nett rüber. Aber ich weiß nicht. Ja, klar ist nicht jeder gleich und gibt es nicht nur Gute, aber finde ich jetzt schon mal, ehrlich gesagt, einen echt krassen Einstieg in die Story. Elende Ratte. Nicht schlecht. Riech, bevor ich es rausprügle. Danke. Pass gut auf, Männer! Diese Gesellen sind immer noch da draußen! Da ist der. Kann ich ja nicht plündern. Vielen Dank. Ich war schon fast tot. Was ist denn hier? So, hier sei ich so ein Schiff, okay. Hat, hier ist eine Kiste. Wo? Da.
Den Einstieg in die Story finde ich schon echt krass, muss ich sagen. Oh. Coole Sache. Die habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Aha, also habe ich jetzt auch ein Schiff. Stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los, ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Sie bilden eine gute Crew. So, gucken wir uns mal die Karte an. Das ist ein Stück kleiner als... Ist auch andere Karte als die bei Black Flag. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. So. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Wir brauchen ein anderes Schiff, und sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbplex und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Ja. Jawohl, Freund. Ach, komm nach. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weißen? Oh, das passt gut zu euch, Shay. Morrigan ist eine alte Göttin, Königin von Krieg und Dunkel. Sie erntet die Seelen gefallener Krieg. Wahrlich perfekt. Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay. An die Kanonenmänner! Der Reihenweg ist lang. Reparaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer!
Der Chevalier ist zufrieden. Der Kenick. Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Ach, hier kommt schon. Okay. War jetzt ein bisschen überrascht. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist. Ganz ruhig, ich hol Sie da raus. Ach, sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Test. Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie May, super lebendiger Überflieger? Hier, der Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Okay, hier bin ich wieder so wie in Black Flag. Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Oh, Far Cry 5 Werbung. Mit dem Bild von Far Cry 3. Was ist los mit Ihnen? Kommen Sie! Seht ihr das? Das ist ja geil. Ja, Mensch. Hier Figuren umgefallen. Nochmal Far Cry 5. Oh, da ist Assassin's Creed. Finden wir hier noch was Schönes? Was ist los mit Ihnen? Kommen Sie! Was jammert die denn hier so rum, ey? Der Blödsinn. Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben es gehört. Ja. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Okay. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Was haben wir denn hier? Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf den Keller. Was haben wir denn hier, Schönet? Tablet-Dokument, okay. Hier gibt's auch wieder schön vier Sachen, denke ich mal, zum Finden. Er legt auf die Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merk, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage. Meine Daten, also da ist mit der drin. Ich schätze, der muss reichen. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage.